Hallo ihr Menschen da draußen im Internet und ja, ich bin mal wieder vor der Kamera und es kommt eine weitere Filmreview. Eine Filmreview, die sich vielleicht viele von euch auch schon gewünscht oder so haben, darauf gewartet haben, und zwar heute das Interview. Genau, heute ist das Interview dran, oder The Interview, wie man es gerne nennen möchte. Der Film, um den sehr viel Palaver drumherum passiert ist, kommt der nun raus und bli und bla. Und Internet dies und das und meine Heizung macht komische Geräusche. Letztendlich ist der Film ins Kino gekommen und ich habe ihn auch im Kino gesehen. Deswegen kann ich euch jetzt auch darüber berichten. Ja, wenn ich ihn nicht gesehen habe, ob ich ihn berichten würde, aber ihr wisst, was ich meine. Worum geht es also in diesem Film? Es geht, ja, ich sage jetzt einfach mal Seth Rogen und James Franco. Und James Franco ist der Host, oder, ja, ich sage ja immer Host, mir fällt das deutsche Wort gerade nicht so wirklich ein. Der Host der Serie Skylark Tonight, und Skylark Tonight hat viele Gäste, wie zum Beispiel Eminem oder andere. Da war noch jemand ohne Haare, dessen Namen ich gerade vergessen habe, tut mir sehr leid an dieser Stelle. Und dann stößt James Franco, der übrigens wieder sehr verrückt ist in diesem Film, auf einen Artikel von Kim Jong-un, Wikipedia natürlich. In diesem Artikel steht, dass Kim Jong-un großer Fan von seiner Show ist, und dann denken sich Seth, beziehungsweise eigentlich denkt sich nur James und sagt es Seth, wäre es nicht super, wenn wir den Typen mal anrufen oder anschreiben und mal ein Treffen mit ihm ausmachen, wir machen ein Interview mit ihm. Seth ist nämlich nicht so wirklich begeistert von dieser Idee, aber ein bisschen hin und her, und letztendlich setzen sie sich mit dem, ich will jetzt nicht sagen Führer, sagen einfach Kim. Sie setzen sich also mit Kim in Kontakt und bli und bla, und es wird was ausgemacht, und natürlich kriegen dann auch hier durch die Werbung und so weiter, es wurde dann groß angekündigt und alle halten ihn für einen Verrückten, dass er das macht, wurde dann FBI und solche Geheimdienste darauf aufmerksam. Die Geheimdienste haben dann also sich gedacht, hey, das sind zwar Idioten, aber die könnten schaffen, sie könnten... Wollte ich mir doch Führer sagen. Sie könnten Kim um die Ecke bringen. Und nein, keine Eckkneipe oder um die Ecke, um zu rauchen oder so. Nein, um die Ecke bringen. Und ich denke mal, dass jeder normale Mensch gerade weiß, was ich damit meine. Also, das soll das so funktionieren, dass sich James hier einen kleinen Klebe, wie so ein Teser, ihr wisst schon, hier auf die Hand klebt. Die eine Seite ist hätten zum Kleben und die andere Seite ist vergiftet. Und durch Hände schütteln soll dann Kim infiziert werden, und Kim stirbt dann nach, keine Ahnung, ein paar Stunden, ein paar Tagen. James ist recht unbeeindruckt davon und hält es nicht für so toll, weil wie soll er denn mit ihm das Interview machen, wenn er schon tot ist? Und dann freundet er sich auch noch mit Kim an, wenn sie einmal dann da sind, und dann findet er ihn auf einmal doch nicht mehr so toll, und so weiter und so weiter. Und mehr nehme ich jetzt erstmal nicht davon weg, von der Story. Ja. Ich möchte jetzt nicht so sagen, dass der Film jetzt nicht irgendwie was Besonderes war oder dass es höchstens Zeugschnitt war, aber nein, das wäre auch falsch. Ich finde den Film eigentlich gut. Ich fand ihn sogar, ja doch, etwas über dem Durchschnitt. Aber es gab so Stellen, die mir ein bisschen zu sehr war, hey, guck mal, das kennst du, freu dich. Zum Beispiel kennt ihr sicherlich, oder zumindest einige von euch, die Serie Workaholics. Ich kenne die Serie auch, ich gucke die auch gerne. Und ein gewisser Charakter ist in dem Film vorgekommen. Und ja, viele in dem Kino haben mich dann gefreut. Und ich, keine Ahnung, das war mir so sehr, ja, freu dich doch mal, den kennst du. Aber das ist nicht die Norm in dem Film gewesen, zum Glück. Es gab sogar echt ein paar gute Witze, worüber ich auch lachen konnte. Wahrscheinlich sind die einen oder anderen schon auf den Spruch, unsere Schwänze sind schlau, die hassen uns wie Sau, aufmerksam geworden durch Facebook und andere Medien. Was einfach nur von They hate us cause they ain't us übersetzt wurde. They hate us cause they ain't us wurde zu unsere Schwänze sind schlau, sie hassen uns wie Sau übersetzt. Im Englischen war der Wortwitz ain't us, klingt wie Anus, und ich denke mal, in die deutsche Synchronisation hatte ich dann gedacht, wir können so einen Anuswitz irgendwie nicht so gut verpacken. Lass uns irgendwas mit Schwänzen nehmen, das wird schon lustig sein. Aber gut, es gab, wie gesagt, ein paar gute Witze, die ich auch sehr gemocht habe, und so weiter und so fort. Kommen wir jetzt mal zu den Kritiken von anderen Medien, wie zum Beispiel IMDb.
IMDb hat dem Film eine 6,5 Wertung gegeben, von 10, versteht sich. Und auch andere Seiten wie Kino.de und so weiter haben auch alle hohe bis zumindest mittlere Bewertungen gegeben. Was im Vergleich zu 50 Shades of Grey sehr hoch ist. Das zeigt auch, dass meine Meinung sich bestätigt hat, dass der Film ja sogar etwas über dem Durchschnitt ist. Und somit ist es wirklich ein guter Film, den man sich ja eher mal mit Kumpeln oder so ansehen könnte. Jetzt gibt es natürlich immer noch das Trara von wegen, und kommt der auf Blu-ray und dies und das und Kim Jong-un und Der Film soll auf Blu-ray und DVD laut Amazon am 25. August erscheinen. Also scheint so ein bisschen der Zauber rund um den Film doch dann verflossen zu sein. Und jetzt ist es nicht mehr so eine große Nummer. Was ich auch recht gut finde. Es gab dann viel es gab viele Diskussionen. Das war das, was ich gesucht habe, von wegen, ja, wegen dem Film, jetzt Krieg und so, nicht so cool, das sollte man lassen und bli und bla. Ich glaube, dass sich diese Lage nun wirklich sehr beruhigt hat. Vielleicht nur vorerst, aber sie hat sich erstmal beruhigt und ja. Wie kam es jetzt überhaupt, dass der Interview ins Kino kam? So wie ich das jetzt mitbekommen habe, oder beziehungsweise gelesen habe, hat Kanada sich einfach gedacht, ey, den Film bringen wir trotzdem ins Kino. Und dann gab es noch andere Kinos, die sich gedacht haben, ey, Kanada macht das, das machen wir auch. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Bis wir jetzt endlich hier sind und ich euch den Film auswerte, Review. Das war meine Review zu The Interview. Review zu The Interview. Ja, falls ihr wieder Fragen, Anregungen und sonst was habt, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht habe ich diesmal etwas ein bisschen wirr geredet. Das liegt daran, dass ich etwas Zeitdruck habe und das hier möglichst schnell fertig machen muss. Wir haben den 20. Februar, was Kurt Cobains Geburtstag ist, was ein kleiner Funfact für zwischendurch ist. Das war's dann auch erstmal für dieses Video und ich denke, es werden demnächst wieder viele Filmvideos folgen, die ich schon lange geplant habe, wie zum Beispiel auch diese hier. Und ich denke, wir sehen uns dann in der Zukunft bald wieder und ich würde sagen, bis dahin.